Wer ist das denn? Die Nummer kenne ich gar nicht. Montag? Sabine Montag. Ja, ich bin die Mutter von Vincent, ja. Ja, das ist mein Sohn. Bitte? Das kann ich jetzt aber nicht glauben. Mein Vinny? Okay. Elternsprechtag? Morgen ist der... Also, das habe ich nicht gewusst. Ja doch, das... Das hat mir Vinny nicht erzählt. Alles klar, ja. Wir kommen morgen zum Elternsprechtag. Ja, ja. Bitte? Morgen ist Elternsprechtag und Vinny hat uns das nicht erzählt. Und dann hat er auch noch schlechte Leistungen gebracht. Die Lehrerin war total aufgebracht und ich stand jetzt so blöd da. Also wenn der gleich nach Hause kommt, dann gibt's aber ein Donnerwetter. Ha, du bist da. Du. Ja, ich bin da. Hast du das gewusst, dass es bei deinem Bruder so schlecht in der Schule läuft? Nee, hab ich nicht gewusst. Läuft es... Ich habe gerade einen Anruf bekommen von der Lehrerin und es ist morgen Elternsprechtag. Ich weiß von nichts. Oder meinst du, er hat es Papa erzählt? Vielleicht muss ich Papa mal fragen. Ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall läuft es bei Vinny richtig schlecht. Die Versetzung ist gefährdet. Und ich erfahre das mal ebenso übers Telefon. Ja, das ist natürlich schlecht. Gut, dass es wenigstens bei dir in der Schule gut läuft. Oh, Mann. Wenn Mama wüsste. Nils, hey, ich bin Sabine. Ja, ja, nee. Was ist mit dem alles gut im Café? Die neue Aushilfe ist heute krank. Aber ach, okay, du schaffst alles. Du, ich muss mal gerade mit dir reden. Wusstest du, dass morgen Elternsprechtag ist bei Vinny? Auch nicht. Ah, habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Wenn der gleich nach Hause kommt. Ja, wir müssen da morgen hin. Also du kannst mich morgen für den Laden nicht mit einplanen. Ich muss morgen in die Schule zu Vinny, zu den Lehrern und es sieht richtig schlecht bei ihm aus. Der ist versetzungsgefährdet, unser Sohn. Und das erfahren wir mal ebenso übers Telefon. Ja, ich bin auch sauer. Alles klar, wir sehen uns später. Ja. Oh, mir jetzt war auch so sauer. Das kann er doch nicht mit uns machen. Ach Mann. Hallo Vinny, da bist du ja. Was machst du denn? Ich hab schon auf dich gewartet. Kannst du schon denken, was los ist, oder? Bin ich zu spät? Ich muss doch noch nicht ins Café. Elternsprechtag? Klingelt's? Hast du da vielleicht vergessen, uns was zu erzählen? Papa wusste auch nicht Bescheid. Ja, gut, ich meine, es steht bald etwas später. Ja, bald morgen. Ich habe eben einen Anruf von deiner Lehrerin bekommen und du bist ja versetzungsgefährdet. Ja, Moment mal, darüber können wir noch diskutieren. Das stimmt nicht so ganz. Und warum erzählst du uns das nicht? Du hast 3 schlechte Noten geschrieben, hat die mir erzählt am Telefon. Und das erfahren wir nicht? Hast du wieder eine Note mitgebracht? Hast du wieder eine Arbeit wieder gekriegt? Zeig mal, Vinny. Nein, habe ich nicht. Aber können wir darüber später reden? Was denn später? Was steht denn jetzt erst an? Ich muss Hausaufgaben machen. Ja, los, mach du mal deine Hausaufgaben und ich überlege mir was für dich. Auch noch uneinsichtig. Also da überlege ich mir aber was. Mann, ey. Warum kam das jetzt doch raus? Ich dachte eigentlich, Mama kriegt das nicht raus. Oder Mama und Papa kriegen das beide nicht raus, dass ich so schlecht in der Schule stehe. Mann, jetzt muss ich mir echt was überlegen. Und ganz ehrlich, dass man mal schlechte Noten schreibt, das ist doch ganz normal. Aber ich muss mir was überlegen. Ich habe die Idee. Ich schieb es einfach auf Papa, weil der mich immer so lange im Café arbeiten lässt. Das ist eine gute Idee. Aber jetzt mach ich erstmal die Hausaufgaben. Hallo. Ja. Ich bräuchte da mal deine Hilfe. Ja, komm rein. Also, ich habe dir das auch immer erzählt mit dem Elternsprechtag von Vinny. Ja. Und ich habe so das Gefühl, der ist absolut nicht vorbereitet für den Elternsprechtag. Ich würde wohl mal mit ihm so ein bisschen üben wollen. Üben? Willst du mir helfen? Was meinst du mit üben? Wir beide und ein Elternsprechtag für Vinny hier bei uns zu Hause. Okay. Ja, das ist bestimmt witzig. Bin ich dabei auf jeden Fall. Ich glaube, Vinny wird sich freuen. Ja, und dann kann der mal sehen, wie das ist. Willst du vielleicht seine Lehrerin spielen? Ich? Nein, dann machst du seine Mutter und ich mach die Lehrerin.
Ich bin du, ja, dann. Hm? Du bist ich. Okay. Und ich bin die Lehrerin. Okay. Ja, dann. Winnie! Okay, und was machen wir jetzt in Willis Zimmer? Ja, ich bin deine Lehrerin, Frau Meier. Du bist Sabine. Du bist Sabine Montag, du bist meine Mama. Heute nicht. Willis, was machst du hier? Warum sind die Ich Lehrerin? Bin deine Mama heute. Genau. Warte. Das ist Sabine Montag. Und was machen wir hier? Ich bin Sabine Montag, also. Ja, das kannst du dir ja wohl denken. Du hast uns nicht gesagt, dass der Elternsprechtag stattfindet und wir üben jetzt hier für den Elternsprechtag. Wir simulieren den Elternsprechtag. Genau. Auf so eine Idee kannst auch nur du kommen, Sabine. Ja, du lachst. Und morgen möchte ich dann, dass du dich da ordentlich benimmst in der Schule. Okay. Wenn du schon schlechter stehst in der Schule, dann müssen wir uns wenigstens beim Elternsprechtag von unserer besten Seite präsentieren. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Hallo, Frau Meier. So, da ist ja der Vincent mit seiner Mutter Sabine. Genau. Ja. Finden Sie auch, meine Mama benutzt zu viel Masken oder so, weil sie sieht gar nicht gut aus. Oder meine Mama. Sabine Montag sieht sehr gut aus. Nein, das finde ich nicht. Aber jetzt Spaß beiseite. Wie schätzt du dich selber ein, Winnie? Genau, erzähl doch mal, Winnie. Ich würde sagen, es könnte besser sein. Ja, ein bisschen genauer. Ja, es könnte besser sein. Ich habe die letzten Klausuren nicht so gut geschrieben, aber ich bin dafür im Unterricht sehr gut. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Warum? Meldest du dich denn immer? Ja. Wie oft meldest du dich? Zweimal in einer Stunde. Du kannst dich auch alle 2 Minuten melden. Aber Mama, finde ich auch. Also genau. Du kannst dich ruhig alle 2 Minuten. Du kannst dich doch immer melden, wenn du es weißt. Ja, aber ich weiß nicht immer alles. Also das wird ja selten sein dann. Mama, du sollst auf meiner Seite stehen, nicht auf von meiner Seite. Genau. Und was könntest du denn noch besser machen, Winnie? Ja, die Klausuren besser schreiben. Genau. Und wie schreibt man die besser? Ja, indem man lernt. Lernen. Ja, Mama, ich kann zu Hause nicht lernen, weil ich muss immer im Café arbeiten, was meiner Mama gehört. Also so jetzt aber mal nicht. Doch, ich muss immer im Café arbeiten, von Montag bis Freitag. Sag mal, du weißt doch, das stimmt doch so gar nicht. Ja. Er darf doch immer seine Schulsachen machen. Das liegt an Mama. Also wir müssen da beide arbeiten, aber Ja. Jetzt liegt es auf einmal an uns. Du hast auch abends immer noch Zeit, nochmal in deine Hausaufgaben reinzugucken. Ich soll also erstmal im Café arbeiten, dann noch lernen, Mama, sag mal. Also das mit dem Café, das ist doch wohl eine nette Nebenbeschäftigung. Naja, Und ich meine, du besserst auch dein Taschengeld damit ein bisschen auf. Ja, aber ich kann dadurch nicht mehr lernen. Deine Freizeit ist das? Nein, du kannst trotzdem lernen. Du hast jeden Tag... Also Winnie, du weißt ganz genau. Mama, ihr seid daran schuld, dass ich schlechte Noten schreibe. Ja, und das werde ich auch morgen so der Frau Meier sagen. Nee. Ja. Da muss ich aber nochmal mit Papa reden. Abbruch, Abbruch. Jetzt, ich bin's nochmal. Also ich habe gerade nochmal mit Winnie geredet. Also um genau zu sein, wir haben gerade den Elternsprechtag simuliert. Und Winnie ist der Meinung, er hat keine Zeit für seine Hausaufgaben und weil er immer am Café... Ja, bin ich auch der Meinung. Aber er meint, weil er immer bei uns im Café arbeitet, hat er keine Zeit für die Schule zu lernen. Ja. Dann... Ja, das machen wir dann erstmal. In nächster Zeit soll er dann erstmal nicht im Café arbeiten und sich voll auf die Schule konzentrieren, bis das mit den Noten wieder im Griff ist. Finde ich auch nicht. Alles klar. Okay. Wir sehen uns. Ciao. Ja gut. Ist vielleicht besser, wenn Winnie sich jetzt erstmal voll auf die Schule konzentriert. Keine Freizeitaktivitäten, nicht im Café arbeiten, sondern Hausaufgaben, Üben und Nachhilfe. Hallo Mama. Ich muss noch mal mit dir reden. Ja, du musst noch mal mit mir reden, ja. Papa und ich haben uns was überlegt. Ja. Du musst in nächster Zeit nicht bei uns im Café arbeiten. Ich meine, wir haben die neue Aushilfe, die ist zwar heute nicht da, aber wir kriegen das schon irgendwie unter einen Hut. Ich meine, jetzt in den nächsten Wochen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann habt ihr gar keine Ausrede mehr, warum ich so schlecht in der Schule bin. Ja, und Freizeit gibt es nämlich jetzt erstmal gar nicht mehr. Mhm. Nicht im Café arbeiten, das heißt, du hast jede Menge Zeit, um zu lernen. Und ich werde jeden Abend deine Hausaufgaben nachgucken. Oh Mann, so weit habe ich nicht gedacht, aber na gut, dann... Dann streng ich mich halt mehr in der Schule jetzt und erstmal. Und du erzählst dann morgen nicht beim Elternsprechtag, dass du sonst immer bei uns im Café arbeitest. Ja, das war auch nur eine. Genau. Ja, das war auch nur eine blöde Ausrede von mir. Gut, dann ab Hausaufgaben machen und wo ist dein Handy? Das kassiere ich jetzt erstmal. Ja, ein.
Hier. So. Mann. Ich kontrolliere in einer Stunde. Ja gut, da habe ich mir schon die Ausrede gut überlegt, aber jetzt darf ich nicht mal mehr im Café arbeiten. Eigentlich hat das Café nie Zeit in Anspruch genommen. Ach toll, selber schuld, Winnie. Also wenn der gleich nach Hause kommt, dann gibt's aber ein Donnerwetter. Abbruch! Ja. Wer bist du denn? Winnie! Mama. Gut, dass wir geübt haben zu Hause. Ja, ne? Wir haben geübt, aber ich bleib erstmal stehen. Hallo, Susanne! Mama, nein, eben nicht. Ja, Winnie und ich gehen jetzt auch gleich zum Lehrer. Mama, du bist ultra peinlich. Was denn? Benimm dich bitte gleich nicht beim Lehrer so. Was ist denn an mir peinlich? Guck mal, ich hab mich extra richtig modern angezogen. Ja, modern. In der Schule. Komm, wir gehen mal weiter. Zeig mir mal, wo ist denn dein Klassenraum? Ja, Winnie, wo ist denn jetzt dein Klassenraum? Ach, da ist ja Herr Biesewinkel. Hallo! Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Was machen die Kinder? Mama, das ist peinlich. Lass ihn bitte in Ruhe. Ach, ich finde das so schön. Ich erinnere mich hier immer an meine eigene Schulzeit damals. Ja, aber es hat so vieles verändert und du bist nicht mehr auf deiner Schule damals. Also bitte, Mama, einfach ruhig. Wir gehen zu unserem Lehrer. Winnie, außerdem, ich bin mal gleich gespannt, was der Lehrer hat zu erzählen. Also ich meine, der war ja nicht so glücklich und ich hatte ja auch letztens diesen Anruf bekommen. Mama, aber vergiss nicht, du bist meine Mutter. Du musst auf meiner Seite sein. Naja, kommt drauf an, Winnie, was wir da heute so erfahren. Okay, Mama, wir gehen jetzt gar nicht. Ach, Frau Meier ist auch da. Hallo. Ja, hallo, Frau Meier. Ja, guten Tag. Ja, waren Sie auch schon drin? Wie heißt noch mal dein Lehrer? Wir müssen einfach weiter. Ich sag's dir gleich. So, Mama, das ist der Klassenraum. Die rote Klasse? Wie damals im Kindergarten, da warst du auch schon in der roten Gruppe. Ja, Mama. Schön. Ich komm so richtig in Schulstimmung hier bei euch. Mama, nein, Mama, wir sind erst 10 Minuten dran. Ach, wir sind noch gar nicht dran. Ja, bis gleich. Oh, da ist noch eine andere Familie drin. Gleich, ja. Mama, du bist so peinlich. Wo ist denn eigentlich die Cafeteria? Wir können uns doch hier gleich noch eine schöne Vanillemilch holen. Mama, wir haben uns keine Vanillemilch. Mama, du bist doch nicht einfach reingeplatzt. Das ist so peinlich. Jetzt werden die ganzen Schüler sagen, deine Mutter ist einfach reingeplatzt. Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt stell dich doch mal nicht so an. Die werden mich doch nicht peinlich finden. Ich hoffe einfach, Herr Sören ist gleich nett und ist auch nicht so peinlich wie wir. Dann habe ich zwei peinliche. Sag mir doch schon mal, was sind denn so Herr Sörens Interessen? Also, Herr Sören. Wir gleich haben wir so ein bisschen. Ja, okay. Weißt du? Du musst von deiner Mutter noch lernen. Als erstes macht man so ein bisschen Socializing, nennt sich das. Da sagt man so, na, was gibt's Neues? Was machen die Kinder? Ne? Und dann kommen wir erst ganz langsam so zum Thema Schule. Mama, weißt du was? Komm, wir gehen in den Warteraum. Wir warten erstmal, dann erzähle ich alles über Herr Sören. Alles klar. Also, Mama, noch mal kurz durchsprechen. Also, ja. Dass du bei uns immer im Café arbeitest, das haben wir ja besprochen, das sagen wir erstmal nicht, weil in nächster Zeit brauchst du da ja nicht arbeiten. Genau, das stimmt. So, und zu Herrn Sören. Er heißt mit Vornamen Lasse. Und Lasse Sören? Ja. Interessanter Name. Ja, finde ich auch. Und Herr Sören geht immer gerne wandern. Genau. Okay. Und der geht auch ab und zu mit dem Hund spazieren. Ach, einen Hund hat der? Ja, der hat auch einen Hund. Und ansonsten ist er... Ist er streng? Oder eher so ein lockerer Typ wie deine Eltern? Ja, der ist cringe. Also Herr Sören ist sehr, sehr cringig. Okay. Herr Sören ist ja manchmal streng, manchmal... Was heißt denn cringig? Ja, der ist peinlich. Also der hat, wie gesagt, so, der geht wandern im Wald 7 Stunden so. Das ist doch schön. Aber 7 Stunden, Mama? Mama, 7 Stunden, weil... Sport, sich betätigen, frische Luft und ich meine, in der Natur unterwegs sein. Ja, genau, und abrufen, Natur, der liebt die Natur, der fasst immer so mit den Händen die Bäume und sagt, das mag ich aber an Herr Sören, weißt du, er liebt die Natur. Aber Mini, jetzt mal ganz kurz noch mal unter uns. Also, was wird der Herr Sören mir über dich erzählen? Ja, gibt's gleich irgendwelche Überraschungen hier? Ich habe die letzte Klausur halt nicht so gut mitgekriegt. Ja, das hatte ich ja schon am Telefon erfahren und er war ja nicht so begeistert. Ja, und im Unterricht... Und die Lehrerin auch nicht, ja. Ja, und im Unterricht, ja, bin ich ab und zu müde, aber das liegt daran, weil ich im KP mal arbeiten muss. Okay. Hallo, Herr Sören, am Montag, Sabine Montag mit Winnie, Vincent. Ja. Dürfen wir reinkommen? Hallo, Herr Sören. Schön. Ah, die Familie Montag. Ja, dann kommen Sie mal rein. So, Familie Montag. Ja, dann setzen Sie sich mal hin.
wie lange ich nicht in der Schule war. Ja, also das ist in meinem Fall natürlich ganz anders. Ja. Ja, also ich habe gehört, Sie wandern gerne. Hat der Vincent erzählt? Ach, das hat der Vinny schon direkt erzählt. Ja, das Wandern, das ist natürlich meine große Leidenschaft. Also wenn ich da 7, 8, 9 Stunden in den Bergen bin, dann vergisst man wirklich alles. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Das ist ganz toll. Sie organisieren bestimmt doch dann auch so Wandertage für die Schüler. Ja, tatsächlich. Mama. Genau, das ist auch alles in meinem Aufgabenbereich. Und der Vinny, also manchmal würde ich mir wünschen, dass er noch etwas mehr Begeisterung dafür hat. Aber das kriegen wir noch hin, junger Mann. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ja, aber kommen wir mal, also Wandern ist natürlich schön und gut, aber kommen wir dann auch mal zu den noch wichtigeren Sachen. Dann bin ich ja auch mal gespannt, was es da zu hören gibt. Am Ende sind wir immer noch hier wegen der Schule. Ja. Und da würde ich gerne mal anfangen mit einer Selbsteinschätzung von dem Vincent. Deswegen würde ich dich gerne fragen. Haben wir ja schon gesagt, Vincent, dass sowas kommen wird. Ja. Genau. Deswegen, Vinny, ich würde dich gerne mal fragen, wie ist denn deine Selbsteinschätzung im Mathematikunterricht bezüglich deiner Noten? Ja, ich würde mich auf eine gute 3 schätzen. Okay, also ja. Also, dass da die eine Klassenarbeit jetzt so ein bisschen schlechter ausgefallen ist. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Genau, also diese Klassenarbeit, die war wirklich, also meine Mutter würde sagen, Kraut und Rüben. Die war wirklich, kennen Sie kenn die Redungen? Kenn ich auch noch, meine Mutter wird das auch sagen. Also ich glaube, der Winnie, der kennt das vielleicht nicht mehr. Meine Mutter sagt das auch. Ja, das verstehen wir uns da. Naja, aber kommen wir wieder zu den ernsten Themen. Also, diese Klassenarbeit, die hat ihr wirklich ziemlich die Note nach unten gezogen. Und deine mündliche Mitarbeit, die lässt auch wirklich zu wünschen übrig. Also manchmal habe ich das. Du hast gesagt, du meldest dich immer. Eigentlich schon. Manchmal habe ich das Gefühl, der Arm, der ist festgeklebt am Tisch, weil er sich nicht hochmeldet. Also das ist leider noch nicht das, was wir uns so vorstellen. Eigentlich schon, aber in letzter Zeit, naja. Also diese gute 3, Also mit der 3 wird das leider nichts werden, befürchte ich. Also ich. Aber vielleicht kann Vincent ja noch ein Referat vielleicht. Freiwillig machen. Ja, also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Über den Satz des Pythagoras könntest du zum Beispiel ein Referat halten. Wenn du das gut machst, dann könntest du dich retten auf, da muss ich mir nochmal in meine Unterlagen gucken. Also sagen wir mal, eine 4 plus wäre da noch möglich. Da hättest du dann aber auch schon wirklich, damit wärst du schon gut bedient, weil deine Klausur, die sagt was ganz anderes. Siehst du, das klingt doch gut mit dem Referat. Aber Mama, du hast jetzt sowieso, weil du ja nicht im Café arbeitest, in nächster Zeit viel Zeit. Du kannst jetzt ein schönes Referat. Also, Vincent, mach das mit dem Referat. Mathe-Referat, weißt du, wie schwer das ist? Weißt du. Das ist das Schwierigste überhaupt. Das kriegst du schon hin. Mann. Meine Felicitas kann dich auch ein bisschen unter die Arme greifen. Felicitas soll mir helfen in Mathe? Da kann mir niemand helfen. Vincent, mach das. Ja, ich mach das Referat. Ja, das finde ich doch hervorragend. Also das ist genau die Reaktion, die ich mir natürlich erhofft habe. Weil die Referate, ich weiß, das ist immer eine gewisse Herausforderung. Da muss man sich immer etwas überwinden. Aber gerade wenn man sich dazu freiwillig entscheidet, dann honorieren wir das natürlich auch in den Noten. Und trotzdem, Vincent, möchte ich dich auch bitten, dass du dich generell im mündlichen Unterricht mehr beteiligst. Weil du bist da wirklich, aktuell noch nicht so gut dabei. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen daran liegt, dass du sehr, sehr viel immer mit der Ronja am Quatschen bist. Und ich glaube, du triezt sie auch so ein bisschen. Und ich weiß ja nicht, was das für Gründe hat. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das aktuell dich ziemlich stark vom Unterricht ablenkt. Und der wird das wahrscheinlich auch nicht so gefallen, wenn du zwischendurch immer so Streiche machst bei ihr. Vinny, wer ist denn Ronja? Von der hast du Papa und mir noch gar nicht erzählt. Herr Sören hat es versprochen, er meint eigentlich Ron. Er meint nicht Ronja, er meint Ron. Wer ist denn die Ronja? Also, ist das eine Klassenkameradin von dir? Bring die doch mal mit nach Hause, die kann doch mal mit uns Mittagessen. Nein, ich bring die ganz bestimmt nicht mit nach Hause zu euch beiden peinlichen Menschen. Die sind doch nicht peinlich, ich meine, wer ist denn die Ronja? Ist das eine neue Mitschülerin von Vinny? Ja, also die Ronja, die ist jetzt seit 1-2 Jahren bereits in der Klasse und der Vinny, der hat in meinen Augen sich direkt in die so ein bisschen verguckt, wenn ich das sagen darf. Also das ist ja schon ziemlich offensichtlich. Ich meine, das hat damit angefangen, dass er einen Schwamm auf ihren Stuhl gelegt hat und ab und zu hat er die dann auch mal mit so einer Wasserflasche, wo er einen Piekser reingemacht hat, nass gespritzt und das ist, ich finde, der möchte schon ziemlich ihre Aufmerksamkeit. Der Vincent.
Oh nein, ist das peinlich. Nee, das ist doch nicht peinlich. Ich meine, irgendwann habe ich mich auch damals mal in Papa verguckt. Aber Winnie, wenn der Unterricht darunter leidet und wenn deine Schulnoten darunter leidet, dann geht das nicht. Also, das wusste ich bisher noch nicht. Das ist mir jetzt auch völlig neu. Herr Sören, mussten Sie das von meiner Mutter sagen? Also, wir sagen mal so, Winnie übernimmt das Referat. Winnie meldet sich ab morgen, meldet er sich 2-3 Mal im Unterricht. Oder sagen wir mal, alles, was er weiß, Winnie, du meldest dich ja, dann immer, ja, ne? Ja, ich melde mich, ja, 100%. Und dann kriegen wir das doch mit den Noten noch mal ein bisschen besser hin. Und über diese Ronja sprechen wir gleich noch mal. Oh nein, Mann, müssen wir das... Ja, also das kann Ihnen dann am besten der Vincent noch mal erzählen, was da so stattfindet. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir gesprochen haben. Allerdings muss ich Sie jetzt schon bitten, leider Platz zu machen, weil die nächste Familie jetzt schon vor der Tür steht. Und Sie wissen ja, der nächste Termin, der ruft. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt so für Sie in Ordnung ist. Vincent, ich hoffe wirklich, dass du dir jetzt motiviert bist, deine Note zu verbessern. Und dann werden wir beim nächsten Gespräch schauen, wie sich das so entwickelt hat. Also, das war wirklich richtig schön bei Ihnen, muss ich sagen. Ja, danke, Herr Sören. Der Sören ist doch ein richtig netter Lehrer. Ja. Ich meine, bei dem hätte ich auch gerne damals Unterricht gehabt. Super Pflanze haben Sie hier, ja. Ja, toll. Und der Herr Sören, das ist doch so ein richtig lockerer Typ wie Papa und ich. Ja. Wir müssen hier Platz machen. Komm. Tschüss, Herr Sören. Tschüss, Herr Sören. Schönen Tag noch. Und danke. Bis zum nächsten Mal. Schön war's hier. Jetzt erzähl doch mal. Komm. Wer ist denn die Ronja? Mama, darüber reden wir jetzt bestimmt nicht. Willst du die Ronja nicht mal mit nach Hause machen? Oh, das war der schlimmste Elternsprechtag überhaupt. Vincent, lass uns doch noch eine Erdbeermilch trinken. Oh. Ich hab gerade die Mauer getroffen. Wie soll man mich peinlich finden? Ich hoffe einfach, Herr Sören. Lass es. Was ist mit Herrn Sören? Ich hoffe nur, Herr Sören... Oh, ich schöpfe Kraft aus den Bäumen. Also, das ist dein Hobby. Du reitest René gerade richtig rein. Wirklich, ne? Hör mal auf damit. Alles klar, Nils. Also, ich warte jetzt kurz noch, bis der Winnie nach Hause kommt. Und dann mache ich mich fertig und komme ins Café. Alles klar. Dann bis gleich. Tschüss! Okay, also, wir haben heute wieder einiges im Café zu tun. Ich krieg schon wieder... Ist das Nils? Ruft er mich nochmal zurück? Hallo? Montag? Sabine Mo... Ach ja, die Lehrerin von Winnie? Ja, wir hatten ja letztens schon mal telefoniert. Ich war ja auch beim Elternsprechtag bei ihrem Kollegen. Ja. Oh, okay. Ja, sie hatten ja schon gesagt, dass es bei Winnie nicht so... Ach, morgen ist eine Prüfung und wenn er die nicht besteht, dann ist er weiter versetzungsgefährdet. Gut, danke, dass Sie mir nochmal Bescheid gesagt haben. Ich werde mich darum kümmern. Ich übe heute noch mit Winnie. Danke. Ja, super, dass Sie mir Bescheid gesagt haben. Bis dann und beim nächsten Elternsprechtag sehen wir uns sicher persönlich. Bis dann. Tschüss. Morgen hat Winnie eine Prüfung. Hoffentlich weiß der das und hoffentlich hat er schon geübt. Das wird wohl heute nichts mit mir im Café. Ich muss mit Winnie noch ein bisschen lernen. Nils? Ja, ich bin's doch mal mit... Also du kannst mich heute nicht im Café einplanen. Ich muss mit Winnie lernen. Der hat morgen eine ganz wichtige Prüfung. Ja. Ja. Okay. Ja, tut mir leid. Ja, ich hoffe, du schaffst das. Okay, bis dann. Scheint niemand hier zu sein. Sind Mama und Papa etwa wieder im Café? Oh, das ist doch super. Anscheinend habe ich sturmfreie Bude. Winnie, da bist du ja. Komm, wir müssen lernen. Du hast morgen eine wichtige Prüfung. Ich hoffe, das weißt du. Komm, setz dich, Winnie. Wir haben einiges zu tun heute. Was morgen ist diese du hier? Wichtige Prüfung. Ich habe mit deiner Lehrerin telefoniert. Das hast du mir überhaupt nicht erzählt, dass morgen die wichtige Prüfung Moment ist. Moment mal, warum telefonierst du mit meiner Lehrerin? Ja, die hat mich angerufen. Guck oh, mal, die hat mich angerufen. Also, sie hat ja gesagt, dass das hier drankommt. Hast du das schon geübt? Hol mal deine Hefte raus. Und dann gehen wir das nochmal alles durch. Ich frag dich ab. Mama, ich bin nicht so gut da drin. Ich kann das nicht. Du musst das aber morgen können. Willst du sitzen bleiben?
Willst du eine Extra-Runde drehen? Oh nein. Hat sie gesagt, ich bleibe sitzen? Ja! Oh nein, das gibt's doch nicht. Aber mach dir keine Sorgen, Winnie. Deine Mama ist für dich da, ich lerne mit dir. Wir kriegen das hin, Winnie. Okay, Mama. Ich weiß ja, dass du auch ein bisschen Prüfungsangst hast, aber Mama und Winnie kriegen das zusammen hin, ne? Ja gut, wollen wir uns an den Tisch setzen? Ja. Okay, na gut, dann lernen wir zusammen. Gut. Winnie, also, jetzt erkläre ich es dir noch einmal. Winnie! Ja, genau. Einmal erkläre ich es jetzt noch. Ich verstehe nicht, wieso das sich in deinen Kopf reingeht. Ja. A Quadrat plus B Quadrat gleich ja. D Quadrat. Nein, komm, dann lassen wir das jetzt erstmal, dann machen wir nochmal. F von X gleich. Ist gleich MX plus B. Das hast du aber doch wirklich jetzt verstanden, oder? Mama, ich verstehe nicht, warum da immer Buchstaben sind. Ja, da muss man die Zahlen einsetzen, Winnie. Das ist doch hier auf dem im Koordinatensystem. B ist die Stelle, wo das Ganze genau. die beginnt. XY. Wo ist denn nochmal Y? Ja. X? X. Nein. Genau, X-Achse. Bei mir ist das ja auch schon etwas länger her, Winnie, aber. Aber du musst das morgen können. Ja, aber du kannst immerhin besser als ich, Mama. Ich bin hoffnungslos. Das stimmt. Aber was machen wir denn jetzt, Mama? Was machen wir denn jetzt? Ich meine, Papa ist im Café und Feli ist auch nicht da. Also sonst hätte sie dir das nochmal erklären können. Nein, aber du machst das ja schon gut, Mama. Aber ich krieg's leider nicht hin. Ich kann's nicht lernen. Wir brauchen einen anderen Plan. Wir haben keinen anderen Plan. Jetzt noch einen Nachhilfelehrer ansuchen wäre doch... Das funktioniert nicht. Also wenn das nicht ein guter Plan ist, ich sehe doch wohl aus wie eine Schülerin. Und jetzt werde ich einfach mit Winnie in die Schule gehen und kann ihm dann da helfen. Aber ich meine, ich guck mal hier bei Felis Klamotten. Ich muss noch ein bisschen jugendlicher aussehen. Ich meine, ich sehe schon sehr jugendlich aus, aber ja, diese Perücke steht mir, finde ich. Wow. Okay, Mama, bist du's? Was ist denn mit dir los? Wie siehst du aus? Ja, ich bin es. Sabine Montag hat einen neuen Look. Ich sehe doch aus wie eine Schülerin, oder? Naja, also ich weiß nicht, was das soll, dieser Aufzug, aber du kannst mir meine Jacke direkt mal wiedergeben. Was soll das eigentlich? Du hast gar nicht gefragt. Du kannst doch nicht einfach meine Sachen nehmen. Und außerdem, was soll die Perücke? Also, ich muss mir die Jacke einfach einmal ausleihen. Und zwar, wir haben ein ganz großes Problem. Dein Bruder, der hat ein riesengroßes Problem in der Schule. Und wenn der die Prüfung nicht besteht, dann bleibt er sitzen. Und deswegen werde ich einfach als Schülerin verkleidet, ihn begleiten und bei der Prüfung unterstützen. Und niemand wird merken, dass ich Mama Montag bin. Okay, ist das jetzt euer Ernst? Ja, das wird bestimmt nicht auffallen. Dann mal viel Erfolg, ich gehe in mein Zimmer. Jetzt warte doch mal auf mich. Ob wir jetzt reingehen. Ich bin mir nicht mehr sicher mit dem Plan. Irgendwie. Meinst du nicht? Das fällt doch gar nicht auf. Ja, gut. Ich hab mir noch Felix Rucksack ausgelegt. Ja, gut, ich merke, kommst du auch. Ich bin doch wohl total hip. Ich meine, ich bin immer eine super moderne Mutter. Aber wohl heute mit dieser Frisur merkt doch keiner, dass ich schon etwas älter bin. Ja, ich bin nicht so begeistert davon, aber jetzt bist du schon hier. Komm, jetzt müssen wir es ja durchziehen. Wir müssen jetzt zu deiner Prüfung. Ja, stimmt, die Prüfung. Oh nein. Mach mal da lang. Weißt ja, ein Quadrat, genau. Und wenn du gleich Fragen hast während der Prüfung, Mama sitzt neben dir, ne? Mama? Ja. Mama, Moment mal. Ja, du sitzt neben mir in der Prüfung. Genau, die Lehrer kennen uns doch alle. Da bist du. Nein, das fällt doch gar nicht auf. Wie heißen deine Mitschüler? Ich bin die Sabrina. Oder ich bin die. Annalena oder wie ja, die alle Mama, heißen. Moment mal, unsere Lehrer kennen doch alle unsere Gesichter. Meinst du, das fällt auf? Ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt nicht mehr so sicher. Nee, jetzt sei mal nicht so negativ. Das wird schon klappen. Jetzt hol mal dein Heft raus. Ja, gut, dann. Und deine Stifte, die du brauchst. Ja, gut, dann hol ich mal alles. Also ich glaube, also das ist dieser Plan, das ist wirklich, der ist wirklich sehr gut durchdacht von mir. So, wunderschönen guten Morgen allerseits. So, ich hoffe, Sie sind wach und bereit für die Matheprüfung. So, ich werde einmal eben kurz die Anwesenheit prüfen, bevor es dann losgeht. Und dann werde ich die Mathematikarbeiten aushändigen.
So, genau, ich gehe das mal für mich einmal durch. Ist da, ist da, ist da. So, ist auch da und ja, Lara ist da und Vincent ist da und entschuldigen Sie mal, sind Sie nicht die Frau Montag? Sind Sie nicht die Mutter von Vincent? Was machen Sie hier in meinem Unterricht? Ich? Frau Montag? Ich bin doch die... ich bin doch die Annalena! Annalena? Wir haben keine Annalena. Ach so, Vanessa! Haben wir auch nicht! ja. Netter Versuch, aber ich erkenne Sie doch, Frau Montag. Also, Sie haben da anscheinend eine Perücke auf. Also, ich erkenne Sie trotzdem. Ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier soll, aber bitte verlassen Sie jetzt sofort meinen Unterricht. Ich weiß, also, der Vincent, der muss jetzt hier die Matheprüfung schreiben. Oh Mama, da bin ich wohl aufgeflogen. Vincent, dann viel Glück. Ja, danke. Du musst das jetzt ohne Mama schaffen. Ja, Mama, ich schaff das schon. Und ich meine, ist das peinlich. Ja. Toi, toi, toi. Ja, danke, Mama. Tschüss, viel Erfolg. Danke. Ja, es tut mir leid, meine Mama hat mich in die Schule begleitet. Irgendwie? War die Mathe-Klausel gar nicht so schwer. Hm. Es hätte sich doch gestern noch gelohnt, Mama zu üben, weil A² plus B² gleich C² und den ganzen anderen Kram konnte ich auch auf einmal. Also das muss ich erstmal Mama erzählen. Ich rufe sie gleich an und oh, die wird sich so freuen und die Versetzung ist nicht mehr gefährdet. Och Mann, wie cool ist das denn, wenn ich das Philly erzähle? Ey, die wird auch Augen machen, wie gut ich einfach die Mathe-Klausel geschrieben habe. So. So, jetzt erstmal Mama raussuchen. Jetzt klingel ich es mal an. Billy! Oh, Mama, was machst du denn hier? Ich hab auf dich gewartet. Wie lief's? Mama, ich sag dir mal so viel, Mama. Ganz ehrlich, du glaubst jetzt selber nicht, aber die Klausur war so einfach. Hast du alles? Ach, ja, Moment, dann mal zu, Mama. A² plus B² gleich C². Mama. Mein Winnie. Und den ganzen anderen Kram, den konnte ich auch auf einmal. Und es war so einfach. Und ey, es war so, wirklich unter schön. Und jetzt muss nicht mehr gewertet. Also ich bleibe nicht sitzen. Dann brauchst du ja wohl mich hier auch nicht mehr in der Schule. Nee, ja, Mama. Dann gehe ich jetzt mal flott ins Café zu Papa. Genau, mach das. Wir sehen uns später zu Hause. Ja, Mama, jetzt geh ich schon. Ach, Mann, ich hoffe, das hat keiner mitbekommen. Jetzt muss ich mir eine Ausrede überlegen, was meine Mutter hier macht und vor allem mit einer Perücke. Na egal, jetzt in die Pause.